Moin moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Moin Samfly, moin Wacky und moin Burschi. Danke auch für dein Follow. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute am Donnerstag haben wir heute, glaube ich, Mittag, hätte ich fast gesagt. Donnerstagabend haben wir dann doch schon 20 Uhr, sind wir wieder bei Hove Racing zu Gast. Vor zwei Wochen, wenn ich mich nicht ganz täusche, waren wir hier schon mal auf Solda unterwegs mit 40 Autos insgesamt. Heute ist es ein bisschen weniger. Heute haben wir aktuell 32 hier auf der Strecke. Zweiter Lauf hier. Und ja, ich bin guter Dinge, dass wir hier auch ein schönes Rennen sehen werden. Solda, wie gesagt, 40 Autos auf einer sehr engen Strecke. Ging aber alles gut am Start. Und von daher, ja, drücke ich mal die Daumen oder wie alle, dass das auch hier der Fall sein wird. Denn wir wissen, Bathurst ist jetzt, ja, doch eine sehr enge Strecke. Zumindest mal den Berg rauf und runter. Moin, Dassilo. Schön, dass du am Start bist. Und ja, wir gucken mal, wie viele heute ins Ziel kommen. Möglichst viele, hoffe ich mal. Aber den ein oder anderen Ausfall, den sieht man hier auf der Strecke doch immer mal wieder. Ja, wir sind noch im Qualifying, Viertelstunde grob noch. Vor 4 Minuten hat das Quali begonnen. Mal sehen, die ersten Zeiten müssten so langsam reintrudeln. Gucken wir gleich mal. Gucken gleich nochmal auf die Gesamtwertung. Soweit ich das gesehen habe, die allermeisten auf jeden Fall mal in den Top 10, Top 15 sind heute auch wieder dabei. Also da wird ordentlich was passieren, denke ich mal, in der Gesamtwertung. Man kann sich hier ja nicht nur im Rennpunkte holen, sondern sogar jetzt im Qualifying. Die ersten drei bekommen 3, 2 und 1 Punkt jeweils. Und im Rennen selber gibt es nochmal für die schnellste Runde 1 Punkt. Werden wir auch gleich nochmal sehen. Also bereits hier lohnt sich das auf jeden Fall mal nach vorne zu fahren. Ja, Dennis Preko haben wir hier auf der 1, der auch in der Gesamtwertung, glaube ich, auf der 1 sein müsste. Der hat jetzt hier in 2 Minuten 1,6 hingelegt. Stefan Monz haben wir dahinter auf der 2, gerade mal 300stel Rückstand. Auch er sehr weit vorne, glaube ich, platziert. Ja, Position 3 kann ich schon mal sagen. Wie gesagt, gucken wir uns gleich in Ruhe nochmal an, in der Startausstellung am besten. Dann der Daniel Andersen für HyperX Racing Luxemburg im McLaren, gerade oben auf dem Berg. Hier darf übrigens nicht überrundet werden. Also normale Überholmanöver ja, aber Überrundungen sind auf dem Berg bzw. ab jetzt hier bis zur Geraden runter nicht erlaubt. Einfach um da ein bisschen die Unfallgefahr zu mindern. Das müssen wir natürlich auch dann im Auge behalten und im Hinterkopf, wenn es denn soweit sein sollte. Denn im Training haben wir hier schon so ein bisschen Pace-Unterschiede gesehen. Momentan sehen wir es hier auch noch. Da haben wir schon ja ab Platz 11, 12 schon 2 Sekunden Rückstand, wobei man sagen muss, 2 und 3 sind auch 0,7 auseinander. Mal gucken, wie sehr das noch zusammenrücken wird. Ja, wir haben auch 4 Autos, die aufgrund eines Autowechsels nicht zum Qualifying oder erscheinen dürfen, schon, aber nicht rausfahren dürfen. Das müssten, lass mich mal gucken, die Nummer 24, genau, Brian Pötter sein. Der steht hier nämlich. Nehmen wir mal an, Pierre Brückner auch, die Nummer 4, genau, die muss warten. Carsten König, die 66 und die 69, meine ich auch. Jawohl, da steht sie, der BMW von Andreas Höfer, Turboschnecken. Die 4 werden also von hinten heute auf jeden Fall starten oder auf jeden Fall von etwas weiter hinten. So, gehen wir mal zum Herrn Ewerts rein auf der 4. Position. Der geht auf jeden Fall mal auf die 3. jetzt erstmal. 0,4 Sekunden Rückstand, der Luxemburger im BMW M4. Aber auch Preko vorne nochmal sehr, sehr gut unterwegs. 0,2 Sekunden, hallo? Ah, da ist er, der Porsche. Ja, Wetter sieht gut aus, Strecke auf optimal, Temperatur 30 Grad auf der Strecke. Regen auch momentan nicht in Sicht. Weiß nicht genau, wie die Wettereinstellungen mal wieder sind. Weiß ich eigentlich nie. Aber wenn es hier nochmal regnen sollte, theoretisch wird es auf jeden Fall nochmal interessanter werden. Ist es sowieso hier immer schon. Vor allem, wenn hier mal einer querkommt, dann ist das sehr, sehr schwer auszuweichen hier. So, wir gehen mal auf Detlef Kep vielleicht. Den haben wir gestern, glaube ich, auch schon gesehen, als wir bei Mark Racing zu Gast waren. Ja, ich glaube, den haben wir noch gestern gesehen. Ich habe hier noch ein paar Namen gesehen. Ich weiß gar nicht, Schröter war, glaube ich, gestern auch dabei. Ja, sehr, sehr klein, diese Racing-Welt. Trifft man immer wieder die Leute. So, hier haben wir einen schönen Lamborghini. Schön blau gehalten hier von Michael Haaf. Freibeuter Racing Team, die 86. Mal sehen, momentan sieht es nach keiner schnellen Runde aus. Sehr groß rotes Delta. Danovic haben wir dann hier im BMW, paar Meter dahinter. Da sieht es schon ein bisschen besser aus.
Jetzt geht's hier auch wieder bergab. Wir fahren vielleicht mal ein bisschen mit hier. Kurz anbremsen. Runterrollen lassen. Immer weiter runterschalten. Zweiten Gang. Vielleicht noch hier in den ersten. Naja, bleibt hier im zweiten. Okay. Aber ein bisschen mehr Traktion. Hier immer haarscharf an den Wänden vorbei. Eng rechts rum. Gerade bremsen. Eng halten und dann früh aufs Gas gehen. Den ganzen Schwung mitnehmen. Einer der besten Überholmöglichkeiten. Hier am Ende der Gerade Richtung The Chase. Die Kurve oder die Schikane vielmehr, wo man links den Curb gleich möglichst auch nicht berühren sollte. Bleiben wir mal ein bisschen drauf. Hier links kann man noch so ein bisschen ausholen, wenn man möchte. Mal gucken, macht er hier auch. Hier ist eine schöne Bodenwelle. Die vermeidet man so ein kleines bisschen. Dann hier so bei 130 Metern würde ich schätzen, bremsen. Ah, hier den Curb möglichst nicht berühren, genau. Und dann Vollgas geht's hier wieder Richtung der letzten Kurve. Ja, hoffen wir mal, dass die Schilder da stehen bleiben vor der Chase, weil sonst hast du da wenig Orientierung tatsächlich zum Anbremsen. Da ist nämlich nur eine Mauer und Wiese. Kannst du dann eher so aus dem Gefühl raus nochmal vielleicht bremsen. Vor allem im Zweikampf ist das dann immer sehr interessant. Wer traut sich vielleicht doch noch ein bisschen später zu bremsen? So, dann Novic auf der 5. Ah, der Samuel Farmer, genau, der Honda hier, auch der schwarze Honda. Den haben wir gestern auch gesehen, sehr viel sogar, auf Zoll da. Ja, ein sehr schönes Rennen. Ja, momentan 1,5 Sekunden exakt Rückstand hier. Die Runde, glaube ich, ist auch keine schnelle, so wie es aussieht. Deswegen gehen wir mal weiter. Nick Kleefeld haben wir dann hier. Ein Lamborghini Freibeuter Racing Team. Geht auch gerade über die Ziellinie auf der 8. Position. Knapp 1 Sekunde Rückstand. Ah, zieht sich doch so ein bisschen zusammen da vorne. Nicht mehr ganz so groß die Abstände wie am Anfang vom Qualifying. Aber jetzt ist gerade mal die Hälfte um. Denke mal, da werden noch einige in die Box gehen und sich frische Reifen holen. Ah, okay. Wusste ich gar nicht. Muss ich mal drauf achten. Ich bremse da sonst eher nach Gefühl. Ja, mal gucken, ob wie viel Spaß Preko haben wird. Auf jeden Fall pace-technisch spielt er vorne mit. Aber muss natürlich wie alle hier durch die Startphase kommen. Und auf Zoll, da hat es funktioniert. Von daher hoffe ich mal, dass das hier auch so sein wird. Eine Stunde fahren wir ja. Einmal in die Box muss jeder Reifenwechsel, ist Pflicht. Das Nachtanken ist allerdings optional. Boxenstoppfenster haben wir offiziell auch, aber geht, glaube ich, nach einer Minute auf oder einer Minute vor Schluss wieder zu. Also praktisch das ganze Rennen halt in der ersten Runde und in der letzten kann man quasi nicht direkt rein. Beziehungsweise in der letzten nicht, in der ersten funktioniert es dann schon. So, wo gehen wir mal hin? Weiter hinten vielleicht. Patrick Schröter haben wir hier auch wieder im Honda unterwegs. 1,3 Sekunden im Delta, aber da fehlt noch so einiges, um so ein bisschen ins Mittelfeld zu kommen. Wir haben noch von Hofmann, doch da haben wir eine Zeit. Von Buchholz, da fehlt noch eine Zeit. Ich glaube, der ist gerade erst auf den Server gekommen. Wir sind nämlich jetzt schon 33. Der hat aber noch keine Zeit gesetzt. Sonst haben alle, glaube ich, fast eine gesetzt. Alex Graz hat auch noch keine. Alle anderen müssten fast, ja, in der Box bleiben. Moin, Andi. Ja, ist der Place to be, genau. Ja, eine Strecke, wo sich die Geister ein bisschen scheiden. Manche mögen sie, manche nicht. Bei mir ist es eher tagesabhängig. Gibt Tage, da fahre ich eine Stunde drauf ohne Berührung. Manchmal schaffe ich keine halbe Runde hier. So, 22 Mal. Klaus Jäkel haben wir hier, auch im Porsche für Servus Racing. Aber aus Österreich kommt er jetzt nicht. Auf der 21. Position, ziemlich genau 3 Sekunden hinter der Pole Position. Ja, weiß ich, Daniel. Solange man nicht abgeschossen wird, auf jeden Fall. Ah, Nordschleife, weiß ich jetzt nicht. Naja. So, gucken wir mal kurz. Stefan Mons hat sie auf die 1 gesetzt. Nicht mal eine Zehntel Vorsprung vom Dennis. Also die beiden geben sich hier auf jeden Fall. Sind ja auch sehr weit vorne in der Gesamtwertung unterwegs. Gucken mal, Ewerts auf der 3. Wen haben wir sonst noch nicht gehabt? Jerome Eckert, glaube ich. Der steht aber gerade in der Box. Auf Position 9. Fährt aber jetzt gerade los. 7,5 Minuten hat er noch. Stefan Mons hat nochmal nachgelegt vorne. 2 Minuten 1,285. Damit schon mal deutlich weiter vorne. Also 3 Zehntel vor Dennis Precourt. Der muss doch mal ordentlich nachlegen.
Dan Andersson, der legt gerade nach. Auf die dritte Position geht's da. Fehlt immer noch eine halbe Sekunde. Ja, obwohl er schon mal unter die 2 Minuten 2 gekommen ist. Also ganz langsam ist er da auch nicht. Wen haben wir da hinten noch? Rudi Geis. Genau, sehr schön. Den haben wir auch noch nicht im Bild gehabt. Im Aston Martin. Intruder Racing Team. Hier haarscharf. Schöne Kamera, wie ich finde. Haarscharf hier an der Wand vorbei. 0,7 Sekunden. Das geht fast Vollgas, wenn nicht sogar Vollgas. Je nachdem. Eigentlich erstaunlich, wenn man sich die Strecke so zum ersten Mal anguckt. Glaubt man das gar nicht, wie viel Vollgas man hier oben fahren kann. Zumindest mal den Berg oben drauf. Hier runter wird es eher schwierig. Auch hier... Mal gucken, wer sich hier in die Wand nochmal katapultieren wird im Rennen. Hoffentlich keiner. Ist aber sehr unwahrscheinlich bei 33 Autos. Glaube ich, dass früher oder später doch irgendeiner an der Wand landen wird. Rudi Geis jetzt immer noch 0,7 Sekunden hat er über den Berg gebracht. Jetzt kann er gar nicht mehr so viel falsch machen, außer in der Chase. Mal gucken, wo es für ihn hingeht. Nicht super weit nach vorne. Positionstechnisch jedenfalls. Also in die Top 20 vielleicht. Gucken wir gleich mal. Bleiben wir ein bisschen drauf. Ja, Andi, hast du auch wiederum recht. Bin bei Automobilista eben ein bisschen Nordschleife gefahren. So, 0,6 Sekunden sind noch übrig geblieben. Bisschen holt er jetzt nochmal raus hier vor der letzten Kurve. Aus der letzten Kurve raus hält sich's. Also müsste so 17, 18 sein, 19 sogar. Ja, eine Zehntel hinter Platz 18. Ich glaube, 20 hat er sich also geholt. Schau gerade mal, wo er in der Gesamtwertung ist. Muss ich mal suchen. So viel Fahrer hier gelistet. Ah, auf der 14. Position. Ja, war dementsprechend auch 14. auf Zolder im ersten Rennen. Ergebnis erstes Rennen ist ja mehr oder weniger auch die Gesamtwertung. Plus, wie gesagt, hier einen Punkt, den wir für die schnellste Runde vergeben. Und die 3, die 2 und der eine Punkt hier fürs Qualifying. Momentan wird sich der Stefan Mons, der wahrscheinlich so gut wie fertig ist mit seinem Qualifying, die 3 Punkte holen. Precur 2, momentan noch auf keiner gültigen Runde, aber wird sich gleich ändern. Und Daniel Andersson würde sich aktuell nochmal einen Punkt holen. Ja, Boxeneinfall auch ein Thema, denn da geht es ja so ein bisschen schikanenmäßig rein, links, rechts, links, rechts. Darauf wird auch geachtet werden von der Rennleitung, dass da keiner zu stark abkürzt. Das könnte nämlich sonst auch nochmal Strafen geben. Ui, bisschen weit rausgekommen hier. Haarscharf nochmal an der Wand lang. Ja, die ersten 2 Runden werden von der Reko überwacht. Wenn da was passiert, gibt es Strafen. Der Rest wird im Nachhinein eingereicht, wenn es denn irgendwelche Vorfälle geben sollte. Moin, Mike. Ja, ein Update gab es auf jeden Fall. Bei den GT3s tue ich mir immer noch ein bisschen schwer zu fahren. Formel 3 bin ich ein bisschen gefahren, die fährt sich ziemlich gut. Und mehr habe ich auch nicht mehr probiert. Aber ist schon besser als vor ein paar Monaten auf jeden Fall. So, wer ist denn noch gut unterwegs? Michael Haaf auf den 9. Den haben wir auch noch. Mal wieder. Ah, die Deltas werden gerade etwas wenig. Ich denke, der ein oder andere wird auch schon beendet haben. Hier das Qualifying. Sehen auch schon ein paar Leute in der Box, aber der Lambo, der könnte noch mal was rausholen. Der Porsche hier vorne macht mal ordentlich Platz, sehr gut. Ja, das ist ziemlich die einzige Auslaufzone hier auf dem Berg, sonst hast du Monaco-technisch eigentlich nur Wände links und rechts. Bisschen touchieren geht manchmal noch, aber wenn das Auto mal zu quer kommt, dann macht's einmal Ping-Pong. Kannst nur hoffen, dass da gerade keiner hinter dir ist direkt. Und Spiele Klecks und Mike, danke für eure Follows, herzlich willkommen. Ja, 3 Minuten noch und dann geht's auch schon ins Rennen. 5 Minuten haben wir dann Zeit. Gehen wir einmal durch die Startausstellung, gucken nochmal kurz auf die Gesamtwertung. Aber wie gesagt, sind ganz, ganz viele Leute dabei, die vorne in der Gesamtwertung stehen. Damit, ja, wird der Kampf auf jeden Fall in die nächste Runde gehen. Hier kaum einer, der richtig was federn lassen muss, weil er heute nicht mitfährt. Ein paar fahren heute nicht mit. Wie gesagt, 33 heute. Vor 2 Wochen waren es immerhin 40 Autos. Jetzt gehen wir mal kurz zu Lindner, warten nochmal kurz auf Haaf, der sich nochmal um eine Position verbessern müsste. Oder auch nicht. Aber Lindner hat offenbar hier eine Sekunde im Delta. Da würde er fast seinen Rückstand halbieren hier. Ah, es hat ein bisschen Pech, der Honda wollte da Platz machen. Und jetzt
Hat er ihn da getroffen, weil er da so über den Körb geholpert ist? Das wird Peter Lindner richtig ärgern, glaube ich. Denn der wird keine Runde mehr schaffen jetzt. Beziehungsweise, nee, wird er nicht mehr schaffen. Auto wäre ohnehin etwas kaputt. Ja, schade, eine Sekunde. Da wäre es nochmal in die Top 10 reingegangen. Jetzt wird er maximal von der 14. Position starten. Das ist natürlich extrem ärgerlich. So, der Kipfer, der fährt ihm mal hinterher hier. Okay, aber der wird wahrscheinlich jetzt auch in die Box einbiegen. Ach nee, eine Runde schafft er ja noch. Ist ja noch 1,40. Aber der Lindner nicht mehr, genau. Also, der Kipfer, der Schweizer, Hovel-Liga-Kipfer, kann sich vielleicht nochmal verbessern. Nächste Position ist nur ein kleiner Katzensprung. Aber dann zu Platz 11. Da haben wir 4/10 Rückstand. Da muss er nochmal ein bisschen was finden. Das geht hier aber ganz, ganz schnell durch diese ganzen Erhöhungen. Wenn du da einmal ja, ein bisschen zu viel Luft oder so, dann verlierst du den ganzen Schwung im Berg zum Beispiel rauf. Oder runter. Untersteuerst du ordentlich. Gehen wir zu Farmer. Ist er gerade in der Chase. Ah, ein bisschen Körb mitgenommen. Das geht noch gerade so. Ja, auch hier nicht so weit rauskommen. Da kriegst du das Auto immer ganz schlecht wieder auf die Strecke zurück. Da verhakt so ein bisschen. Aber er holt hier nochmal 4/10 mindestens raus. Ja, werden 3/10 wahrscheinlich sein. Und damit auf die 8. Position. So, Precur, der greift auch nochmal so ein bisschen an. Und Andersen ist in der Box. Da wird also kein Angriff mehr kommen. Ewerts auf der 4, auf keiner schnellen Runde. Keine Verbesserung jedenfalls. Ja, Monster ist aber auch nochmal draußen. Verbessert sich nochmal vielleicht um ein paar Hundertstel. Precur kann nochmal ein bisschen nachziehen, aber da wird sich, glaube ich, nicht so viel tun in der ersten Startreihe hier. Ah, eine Formel-1-Manager-Sucht, ja, wie ganz, ganz viele. Sieht aber ganz gut aus, das Spiel soweit. Also mit der ganzen 3D-Animation, das hat man sich früher so gewünscht. Und jetzt, ja, kannst du dir das Rennen quasi live angucken auf der Strecke. Gut, die meisten werden sich das nicht in Realtime antun, aber theoretisch ginge das wohl. So, gucken wir nochmal zu Eckhart. Nee, Haya, den hatten wir auch noch nicht im Bild, glaube ich. Hier der McLaren von Jota. Mal 38, Platz 13. Hat auf jeden Fall erstmal genügend Platz vor sich, dass er hier die Runde ordentlich zu Ende fahren kann. Hier geht es jetzt Richtung Skyline, durch Skyline durch. Eng rechts halten, dann fällt man hier so ein bisschen in ein Loch rein. Hat so ein bisschen was von der Corkscrew aus Laguna Seca. Wohl da ist es noch extremer. Da siehst du die Strecke ja gar nicht mehr gefühlt. Ja, aber halbe Sekunde. Da wird es nochmal Richtung Top 10 vielleicht gehen. Jerome Eckhardt ebenso gut unterwegs auf der 11. Aber der hat schon eine halbe Sekunde. Also für den geht es noch weiter nach vorne. Na, vielleicht Richtung Top 5. Gucken wir mal kurz, wo ist er auf der Strecke? Ah, bleiben wir da kurz. Der ist nämlich schon gleich hier in der Zieleinfahrt. 0,6 Sekunden. Jawohl, da geht es noch ein ganzes Stück nach vorne auf die 6. Position. Chris Haya kommt nochmal hinterher. 4/10 bringt er mit. Also da geht es dann ja nicht super weit nach vorne. Aber ein bisschen. Gucken wir mal. Platz 9, da siehst du. Top 10 hat also gereicht. Da vorne ist noch Ewerts gut unterwegs. Und Guerra auf der 19 nochmal eine halbe Sekunde. Auch er wird nochmal ein paar Plätze weiter nach vorne gehen. Das müssten so ziemlich die einzigen beiden sein, die sich nochmal verbessern können. Ja, vorne die Abstände doch recht groß. 2/10, 2/10, 3/10. Also ab Platz 4, 5 wird es dann eher etwas enger. Scheint so, dass sie da vorne, ja, vielleicht wegfahren können. Wenn sie denn da vorne die Ruhe haben. Jawohl, Ewerts auf der 3. Position. Auch mal leicht verbessert hier. Und damit, ja, geht es hier gleich in die Startausstellung. So, ich müssen, glaube ich, hier zu Ende fahren. So. Da nutzen wir kurz mal die Zeit und schauen uns hier die Gesamtwertung einmal an. Ich hoffe, das kann man halbwegs lesen. Links sehen wir ja auch noch die Startausstellung. Das sieht ganz gut aus. Precur auf der 1, startet hier von der 2. Andersen in der Gesamtwertung auf der 2. Position. Hier startet er jetzt von der 4. Und Mons wird hier von ganz vorne starten, der hier mit 42 Punkten in der Gesamtwertung auf der 3 liegt. Ja, und Ewerts auf der 4 im Rennen dann gleich auf der 3. Also wir sehen hier die ersten 4 in der Gesamtwertung auch hier wieder ganz vorne mit dabei. Und ja, was wir hier auch sehen, Fastest Lap hatte der Dennis Precur letzte Runde. Dafür gab es den Extrapunkt. Daneben sehen wir die 3 rechts für
ja, die erste Position im Quali. Also kriegt der Mons heute 3 Punkte, Precor 2 nochmal drauf, Everts nochmal einen. Ja, ihr seht hier, es ist alles sehr, sehr knapp bemessen, was die Punkte angeht. Also diese Extrapunkte können sich auf jeden Fall mal lohnen. Ja, ab Platz 21 geht's weiter, dann habe ich jetzt nicht eingeblendet, immer ein Punkt weniger, bis Platz 30, da gibt's nochmal einen Punkt. Das heißt, heute werden voraussichtlich, ja, 3 Autos ohne Punkte nach Hause gehen. Allermeisten werden also ein bisschen was sammeln. So, so viel dazu. Wir gehen jetzt auf die Strecke, haben noch gemütlich 5 Minuten Zeit. Das heißt, ich stelle erstmal alles ein hier. Race Gaps brauchen wir. Dann brauchen wir einen Boxenstopp, wie gesagt. Der eine oder andere wird vermutlich, hoffen wir es nicht, aber wahrscheinlich noch mal extra rein müssen. Ja, ja, ich habe auch schon ein paar entdeckt, die ich gestern auch bei Mark Racing im Stream hatte. Also manche sind hier sehr, sehr viel unterwegs. So, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Stefan Mons, wie gesagt, auf der 1, Baden GT-Team mit der 33, startet hier gleich auf der Innenseite. Wir haben Vorheimvorteil. Ja, dahinter bei den, ja, ich wollte fast sagen einzigen Porsche, aber die anderen Porsche sind alle eher hinten, ab 22 erst wieder, haben wir den Dennis Precor, auch Baden GT-23, die 911, startet dann auf der rechten Seite. Dahinter haben wir einen BMW, das ist Jeff Everts, der Luxemburger HyperX Racing mit der 23. Dahinter ein sehr interessanter McLaren auf der 4. Position, der Daniel Andersen. Dann haben wir wieder einen M4, der Ferit Danovic mit der 78 Intruder Racing Team. Sein Teamkollege Jerome Eckert im Audi auf der 6. Position. Nick Kleefeld haben wir dann in einem von, glaube, 2 Lamborghinis. Zumindest sehen wir jetzt gerade nur 2. Das ist schon doppelt so viel wie sonst meistens in irgendwelchen Rennen. Er startet auf jeden Fall von der 7. Position. Daneben haben wir Detlef Kep. Na, dahinter, direkt dahinter sein Teamkollege. Er hier im Honda auf der 8. Chris Haya haben wir McLaren. Toyota auf der 9. Position. Hier der besagte Teamkollege Samuel Farmer. Die beiden gestern auch teilweise zumindest im Formationsflug ja, auf der Strecke gewesen. War eine schöne Führungsgruppe gestern. Dann haben wir René Brey. In Nissan tatsächlich mal wieder einer dabei. Auch eher selten anzutreffen. Der Österreicher auf der 11. Position. Hat es ganz knapp nicht in die Top 10 geschafft. Dann haben wir Michael Haaf im 2. Lamborghini. Freiburger Racing Team mit der Nummer 86. Dann haben wir Patrick Till. Der ist im BMW M4 unterwegs, auf der 13. Intruder Racing Team, auch luxemburgische Flagge, glaube ich, hellblau. Danach haben wir Remo Kipfer, Hove Liga Kipfer, mit der Nummer 14, der Schweizer im BMW, mit der 555 auf Platz 15. Helda Guerra, auch ein Luxemburger, im Audi unterwegs, findet sich da zwischen mehreren BMWs wieder. Moin Chromix. Peter Lindner haben wir dann auf der 16, CDS Digital Motorsport mit der 88. Dann haben wir Christian Schmielecki, auch im McLaren, ein paar mehr McLaren hier tatsächlich mal. Wird auch noch gefahren tatsächlich. Auf der 17. Position, 0711 Racing Stuttgart. Alec Cruz für Cruz, der Deutsche im McLaren im Weißen, auf der 18. Position. Steffen Rosse steht in der Box, okay, warum auch immer. Ja, auf der 19. Position, offenbar, mal gucken. Dann haben wir Matthias Weggel für Hove Sim Racing, die 76 startet von Platz 20. Dahinter haben wir Rudi Geis im Aston Martin, der Bestplatzierte sogar im Feld, auf der 21. Position. Intruder Racing Team auch hier. Klaus Jäkel haben wir dann den zweitbestplatzierten Porsche auf der 22. Servus Racing. Patrick Schröter, auch einer von mehreren Hondas hier heute auf der 23. Position. RM Motorsport. Gerade doch rechtzeitig, ja. Dann haben wir Daniel Pay, halbe Minute noch, aber die Einführungsrunde dauert auch noch 3-4 Minuten. Alles gut. International GT Racing mit der Nummer 74. Ja, von der 24, wie gesagt. Friedrich Pfaffenroth haben wir dann in dem 3. Porsche auf der 25. Servus Racing. Dahinter Jürgen Hoffmann mit der Nummer 8 im BMW.
Ja, viele BMWs und Porsche hier in der Gegend. Er von der 26. Von der 27 haben wir Brian Pötter mit der Nummer 24, der vierte Porsche. Andreas Höfer haben wir dann auf der 28. Position mit der 69. Turbo-Schnecken hier. Ja, hol mal schnell ein Bier. Besser ist. Pierre Brückner haben wir dann auf der 29. Ein weiterer Aston Martin RM Motorsport. Dann Carsten König, der durfte ja auch kein Qualifying fahren heute. Silverback mit der Nummer 66 im BMW. Ich weiß nicht, was er vorher gefahren ist, aber durch den Autowechsel durfte er keine Zeit setzen im Qualifying. Jetzt geht's hier los. Dann haben wir noch einen Honda, Alexander Langhorst auf der 31. Honda Langhorst startet dann aus der vorletzten Startreihe. In der letzten steht der Alex Graz, der grüne Aston Martin für Old Guys on Tour. Und von ganz hinten startet der letzte Porsche, Peter Buchholz, Servus Racing, mit der Nummer 5. Und wir sehen, die 274 wird wohl aus der Box starten. Steffen Rosse ist das, wie gesagt. Also haben da schon mal einige wieder einen Platz, glaube ich, gewonnen. So, was hat das Wetter? Alles gut. Da kann sich gar keiner beschweren. Hier lockere 23 Grad auf der Strecke. 20 Grad Lufttemperatur. Das ist ja fast wie in echt hier. Deutlich kühler geworden. Regen scheinbar auch keine Strecke auf optimal. Also kommen hier vorne auf Vollgas fahren. So ab der dritten Runde, denke ich mal. Dann dürften die Reifen so halbwegs da sein, wenn man nicht gerade total im Verkehr steckt. Ich werde auf jeden Fall jetzt auch nochmal einen Schluck trinken. Und dann ja, freuen wir uns mal auf eine Stunde auf Bathurst hier. Ach, Kanzberg übrigens, danke für dein Prime. Fast vergessen, falls du noch da bist. Und Maverick und Samus und Nate Mike hatte ich schon. Danke für eure Follows, herzlich willkommen. Pünktlich auf jeden Fall hier eingeschaltet, würde ich mal sagen. Geh mal in die Heli-Perspektive. Sieht hier oben auf dem Berg immer ganz geil aus. Kann auch so ein bisschen hier in die Prärie reingucken. In die australische. Sieht sehr, sehr schön aus. Bisschen schade, dass wir hier nicht... Ja, wir fahren bis in den Abend rein, ob wir jetzt noch einen Sonnenuntergang sehen. Ja, weiß ich nicht so genau. Sieht aber auch immer sehr schön aus. Auch wenn es immer ein bisschen blendet. Aber für uns als Zuschauer ist das immer ein schönes Erlebnis hier. Ja, 40 Grad Platzregen wäre auch sehr, sehr schön. Ich glaube, die Fahrer sind aber immer ganz froh, wenn wir hier humane Bedingungen haben. So, wir können noch mal ganz kurz in den Kalender reingucken. Was steht denn in 2 Wochen an? Da haben wir Silverstone, auch eine schöne Strecke. Ja, wir haben alle, glaube ich, allgemein sehr schöne Strecken. Wir sehen es hier, Monza, Nürburgring, Brands Hatch, Spa, Kyalami, Imola. Alles, glaube ich, Strecken, die doch von den meisten recht gerne gefahren werden. Alle 2 Wochen werden wir auf jeden Fall dabei sein. Ja, heute Bathurst, letzte Woche Zolder. Da lief das alles sehr gut mit 40 Autos. Und heute, ja, lassen wir uns mal überraschen. Denn wer hier zurückportet, der darf nicht mehr weiterfahren übrigens. Also, wer hier einen Schaden hat, muss tatsächlich in die Box reinfahren, wenn er weiterfahren möchte. Lass dich überraschen, genau. Und wo war das denn noch? Irgendwas klingelt da bei mir im Hintergrund, aber ich bin mir gerade auch nicht so ganz sicher. Rudi. Wo ist Rudi denn? Ach, da auch der 21, ja. Ah ja, interessant. Okay. Naja, jetzt gucken wir mal hier. Also 33 Piloten, Pilotinnen haben wir, glaube ich, nicht dabei. Sind hier jetzt in der Zweierformation. Und ja, die Gerade jetzt ist nicht sonderlich lang. Erste Kurve kommt recht früh. Da staut sich's immer, weil es doch eine sehr, sehr langsame Kurve ist. So einer der langsamsten, würde ich mal fast behaupten. Und mal gucken, wer sich durchsetzen kann hier. Der Porsche auf der Außenseite. Ja, auf der Außenseite, auf der zweiten Position. Ob er hier mit der Traktion vielleicht mal schon mal daneben halten kann. Auf der Geraden wird es dann etwas schwierig werden. Aber jetzt konzentrieren wir uns hier auf den Start. Los geht's. Und wir sehen hier, Precourt im Porsche kommt hier sehr, sehr gut weg. Kann die Nase schon mal leicht vorne halten. Hat aber die Außenbahn, muss auf jeden Fall in alles frei halten. Mal gucken, ob Mons jetzt hier mit dem McLaren vorbeikommt. Side by side geht's hier schon los. Wir gehen mal ein bisschen nach hinten, gucken, ob hier alles gut gegangen ist. Nein, da geht's nicht gut. 2 Autos schon mal links in die Wand rein.
Weiß nicht, ob wir das noch eingefangen bekommen, wahrscheinlich nicht. Sonst sind erstmal die meisten durchgekommen. Wir gucken kurz vorne. Da setzt sich auf jeden Fall Mons durch gegen Precour. Andersen hat auch schon eine Position gegen Everts gewonnen. Der ist jetzt auf die 4 zurück. Wir gehen mal ein bisschen ins Mittelfeld. Da hat sich schon so halbwegs geordnet hier. Besser ist das hier auf dem Berg. Nebeneinander ist das dann doch ein bisschen tricky, vor allem hier mit den kalten Reifen. So, hier hinten, Steffen Rosse steht immer noch in der Box, fährt nicht wirklich weiter oder gar nicht losgefahren. Dann haben wir den, ja, Rudi Geist, der war da offenbar auch verwickelt. Hier der Aston Martin, wir sehen, 10 Positionen hat er verloren und seine Haube ist schon dezent kaputt. Lindner steht irgendwie auch in der Box, okay. Da konzentrieren wir uns auf die Strecke, würde ich sagen. Also ein, zwei Autos, hat es leider schon erwischt. Genau haben wir es jetzt nicht gesehen. Na, zurückschalten kann ich jetzt leider auch nicht mehr. Aber wahrscheinlich da irgendein berührt und dann ging es für zwei Autos links in die Wand rein. So, wir gehen mal mitten rein hier in die Heli-Perspektive vielleicht. Sind gerade bei Daniel Pay auf der 21. Position. Für den lief der Start schon recht gut. 3 Positionen, können wir unten rechts sehen, die grüne 3. Hat er schon gewonnen. Das ist doch schon mal gar nicht verkehrt. Mal gucken, was da heute noch so geht. Und was geht vorne? Der McLaren geht auf jeden Fall mal. Precour bleibt noch so halbwegs dran. Ich denke mal, der Porsche wird auf der Geraden nicht gefährlich werden. Das ist natürlich schwierig, weil auf der Geraden hast du somit die einzige wirkliche Möglichkeit, gute Möglichkeit zu überholen, um auf dem Berg eher nicht so angesagt. So, erste Runde haben wir gleich rum. Zwei Autos haben wir mit einem Unfall gesehen. Zwei Autos stehen irgendwie in der Box rum. Hat sich schon mal leicht dezimiert hier. Aber noch sind alle auf dem Server drauf. Ja, richtig. Fehler natürlich. Die kann man immer hoffen. So, Langhorst. Oh, hier ist die Kollision. Ich wollte gerade sagen, der ist hier vorbeigegangen. Da können wir aber kurz zurückschalten, was da passiert ist. Höfer hat es da, glaube ich, getroffen. Oh, 3 weit hier vor der vorletzten Kurve. Und mit der 69 hier kollidiert. Das war Höfer, jawohl. Ja, geht ja schon gut los hier. Zoll hat alles funktioniert. Jetzt haben wir in der ersten Runde schon 2 Unfälle gesehen. Wir sehen es links auch einige Kontaktanzeigen. So, gucken, wohin wir schalten. Da kann überall gerade was passieren. Wie immer in der Startphase alles sehr durcheinander. Deswegen, ja, random einfach mal ein bisschen durchgucken. Kipfer auf der 30, der hat 16 Positionen verloren leider. Also der wird heute auch nicht mehr wirklich glücklich werden. Aber Buchholz, 8 Positionen, der war ja von sehr weit hinten, ich glaube sogar von der letzten Position gestartet. Der hat sogar sehr profitieren können, hat sich schon mal auf die 25 nach vorne gefahren. So, vorne haben sich schon ein, zwei kleinere Lücken gebildet. Hinten auf der Karte sehen wir es ganz gut. Hat sich auch schon eine sehr große Lücke bei 22 gebildet. Ganzen Nachzügler da. Aber dahinter Langhorst staut sich es gerade ordentlich. Da gehen wir doch mal rein. Da kommt der ganze Train. Oh, da verliert der Porsche fast das Auto. Kann es gerade noch abfangen. Verliert natürlich da so ein paar Positionen. Buchholz war das. Hofmann, König und Höfer gehen auf jeden Fall mal vorbei hier. Und vorne war Farmer gerade vorbei. Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall hier die beiden Teamkollegen mal wieder hintereinander, so wie gestern im Stream hier. Mal gucken, ob sie vorne den BMW angreifen können. Noch ist er so ein Stückchen weg. Wir gehen mal nach vorne. Was macht Precour? Auf jeden Fall mal dranbleiben erstmal. Ist hier im McLaren Sandwich. Andersen hatte ja, wie gesagt, mit Everts getauscht. Den wir da hinten auch noch sehen. Schnellste Runde müsste von Precour jetzt sein. Oben kommt es jetzt, 2 Minuten 2,5 exakt. Ja, Reifen sind so langsam da. Ja, Precour mit der schnellsten Runde, obwohl er keine freie Fahrt hat. Gut, der Windschatten hat vielleicht ein bisschen geholfen. Aber die setzen sich hier vorne schon leicht ab. Wir sehen es hier, Everts hat 2,5 Sekunden, dahinter auch nochmal 2 Sekunden zu Eckert. Für den lief es auch recht gut. Danovic hat leider eine verloren. Und genau, P9 gehen wir kurz hin. Aber nämlich Kleefeld hier im Lambo auf der Innenseite. Der nämlich hier einen der beiden, ich glaube SDS Motorsport Piloten angreift, aber da ist er nicht vorbeigekommen. Wir steigen mal ein. So sieht das Ganze aus der Perspektive aus. Oben in der Mitte sehen wir den Rückspiegel. Da ist nämlich der Nissan, der René Brey. Ja, hier lupft er ein bisschen. Ja, mit vollem Tank kann das vielleicht ein bisschen schwierig werden, aber im Qualifying kann man tatsächlich da Vollgas hochfahren eigentlich.
Ist auch hier eine sehr, sehr markante Stelle. Oh, fast unter Steuern bekommen. Musste noch mal ein bisschen lupfen, aber alles gut. Kriegt das Auto wieder unter Kontrolle. Jetzt geht's hier durch Skyline runter. Da kann man ein bisschen die Aussicht genießen, zumindest wenn man nicht am Steuer sitzt. Aber hier kannst du dich nur darauf vorbereiten, vielleicht auf der Geraden dann anzugreifen, besser aus der Bentley-Kurve hier rauszukommen. Nämlich genau hier. So, gehen wir ganz kurz weiter nach hinten. Ein Auto haben wir leider verloren, nur noch 32. Aber hier sehen wir Carsten König mit 5 Positionsgewinn. Hängt am Hofmann dran. Und Buchholz verliert hier gerade mehrere Positionen. Gehen wir mal kurz in die Wiederholung rein. Hatte eben schon leichte Probleme. Oh, jetzt hier ist Skyline. Auto verloren. Da ging es rechts in die Wand rein. Bleibt dann zum Glück mehr oder weniger kleben, dass da ein paar Autos vorbei können. Stefan Mons jetzt mit der schnellsten Runde. Und Farmer auch mit einer gelben Flagge. Eieiei, das ist einer der beiden Hondas hier. Ich weiß, ob es einen Kontakt gab oder ob er da vielleicht das Auto irgendwie verloren hat. Haben wir jetzt nicht mehr ganz gesehen. Auf jeden Fall gehen da sehr, sehr viele Leute vorbei. Jetzt Platz 19. Jetzt kommt der Klaus Jäkel. Und Daniel Pay vielleicht auch noch. Mal gucken. Startziel, wie gesagt, nicht so lang. Ne, wird nicht ganz reichen. Der Porsche geht vorbei. Der BMW bleibt erstmal dahinter. So, jetzt den nächsten Angriff vom Lamborghini. Ne, letztes Mal hat es nicht ganz gereicht. Mal gucken. Ah, diesmal ist die Tür ein bisschen weiter auf. Ja, da muss natürlich Keep aufpassen, denn von hinten kommen nämlich die nächsten Autos. Hier links sehen wir den McLaren von Haya, dahinter den Nissan von Brei. Ja, auch hier aufpassen, hier schön den Schwung mit hochnehmen. Also nur eine Position verloren. Kleefeld macht sich jetzt hier vielleicht aus dem Staub, mal schauen. Ah, der hat Schaden, okay. Ah, dann könnte er ja von der nächsten Position geschnupft werden. Wir sehen es hier, ganz, ganz viele dahinter. So, Kipfer hat hier gerade auch ein bisschen was verloren. Mal gucken, ob wir das nochmal eingefangen bekommen. Hier links sehen wir noch einen BMW, der auch etwas demoliert aussieht. Ah, hier ein bisschen zu weit rausgekommen. BMW geht vorbei, der Aston Martin wahrscheinlich auch. Und noch ein M4 dahinter. Mal gucken, ob der noch vorbeigekommen ist. Sieht aber so aus. Jawohl, oh. Mit einem leichten Duschierer an der Wand hier. Der König müsste das gewesen sein, jawohl. Na, hoffentlich hat er sich nicht zu viel Schaden geholt. Nochmal in die Wand rein. Oh, da geht es wahrscheinlich eher geradeaus, hätte ich fast gesagt. Nee, das Auto kann er noch kontrollieren. Aber hat schon mal ein bisschen Schaden, beziehungsweise Lack hier an der Wand gelassen. Schaden hoffentlich nicht allzu viel. Der BMW kann das, okay. Ja, umso besser. So, Weggel ist hier offenbar Schröter vorbeigegangen. Der hier aber nochmal aufpassen muss. Da kommt nämlich der Porsche von Petter an. Oh, der geht da ein bisschen weit. Ups. Ne, wo ist er denn? Da ist er. Ja, bleibt hier auf der Innenseite, aber Schröter geht jetzt eh in die Box rein. Also, früher Boxenstopp hier. Moin Jan. Der BMW, der da nochmal getroffen wurde vom Honda, meinste. Nehme ich mal an jetzt. Ja, da wäre es nochmal ein gutes Stück nach vorne gegangen, aber das war ein bisschen, ja, schade. So, eine DT für die 57 sehe ich gerade. Das war Rudi Geis. Eieiei. Der war jetzt schon zweimal in der Box tatsächlich, deswegen auf der 31 sehen wir hier links gar nicht. So, gucken, nicht, dass wir jetzt hier... Oh, da hat der Lambo auch nochmal ein bisschen die Wand geküsst hier. Das geht hier ganz, ganz schnell. Kannst du zwei, dreimal machen. Irgendwann merkst du den Schaden aber. Dann könnte es mal ein bisschen ungemütlich werden. Wir gehen mal hier zur Dreier-, Vierer-Gruppe, Fünfer-Gruppe fast. Oh, jetzt geht da wieder ein BMW in die Wand rein. Hofmann war das. Und da gehen zwei Autos vorbei. Höfer und Graz. Ja, also fehlerfrei bleiben ist hier auch mal wieder die Devise, so wie es eigentlich immer ist. Aber hier hat das besondere Konsequenzen. Auch hier wieder ein Auto. Dranovic. Oh, was immer hier passiert ist, hier in der Bentley, nee, Skyline ist das, genau, Skyline. Ah, wahrscheinlich oben beim Anbremsen vielleicht das Auto verloren oder ein Körb zu viel mitgenommen. Der muss jetzt sein Auto hier irgendwie in die Box schleppen. Mal schauen, na, kommen noch ein paar Autos. Lenkung scheint aber auch nicht mehr so dolle zu gehen. Also vielleicht ist für ihn das Rennen hier auch beendet an der Stelle. Wird jetzt ordentlich durchgereicht. Oh, da kommt der BMW noch vorbei. Ob er noch hier nach Hause kommt, mal schauen.
Gehen wir zu Chris Haya. Schnellste Runde von Mons, 2 Minuten 1,9. Der momentan eine Sekunde Vorsprung hat. Andersen hängt direkt an Position 2. Also das Podium ist unter sich. Die haben schon 5 Sekunden Vorsprung vor Jeff Ewerts auf der vierten Position. So, Pötter wird hier gerade überholt vor der Chase wahrscheinlich. Oh, Honda zieht da recht spät raus, bremst sich daneben. Aber alles sauber, Tür war offen. Geht da selber etwas weit. Aber scheint hier die Position halten zu können. Da sehen wir es jetzt auch. Ja, Dranovic jetzt in die Box rein. Ging so nicht weiter. Rennen beendet. Dann haben wir Alex Rath hier auf der 22. Für den lief es ziemlich gut bis jetzt. In Position hat er gewonnen. Schaden scheint er auch nicht unbedingt zu haben. Optisch können wir da auf jeden Fall mal nichts ausmachen. Wir gehen mal zu dem BMW vorne rein, der schon ein bisschen beschädigt aussieht. Könnte man von ausgehen, dass er auch beschädigt ist, denn in der Box war er noch nicht. Also könnte vielleicht ein einfaches Spiel für den Aston werden. Mal schauen. Vielleicht macht sich der Schaden ja auch gar nicht bemerkbar beim BMW. 8 und 9 gehen wir gleich auch nochmal hin. Brei und Haya sind da zusammen. Gucken nochmal hier, ob jetzt der Aston Martin außenrum es probiert. Oder hofft er darauf, dass der BMW einen kleinen Fehler macht, dass er hier mit mehr Schwung hochkommt. Ah, kein Angriff. Wir gucken kurz zum Lamborghini. H4 an den Top 10, wie er dran schnuppert. Aston wird auf jeden Fall schneller. Na, schauen wir mal. 0,4 Sekunden ist er dran. Gehen wir kurz zu 8 und 9 hier. Ja, auch noch gut zusammengerückt hier. 6, 7, 8, 9 sehen wir hier im Bild. Schöner Markenmix auch. Lambo, Honda, McLaren, Aston. Und da hinten haben wir noch einen Audi und einen weiteren Lambo. Den haben wir gerade im Bild gehabt. 545 wird hier von Haf gejagt. Neue schnellste Runde von Mons. So, Schröter. Achso, Pfaffenrot in der Box. Buchholz haben wir jetzt hier noch auf der 25. Oh, jetzt ist er vorbeigegangen. Da müssen wir kurz reingucken. Oh, da ist er eingehämmert, der Höfer. Zumindest mal Höfer, König. Wer war das jetzt? Ich glaube, Höfer war das. So, ja, da ist er. Uiuiui. Ja, Hofmann und Buchholz sind auch noch vorbeigegangen. Also einige sind da vorbeigegangen. Ganzer Schwung, glaube ich. Aber da geht es zumindest nochmal Richtung Box wieder. Das heißt, er wird seinen Boxenstopp gezwungenermaßen jetzt absolvieren und dann die letzte Dreiviertelstunde optimalerweise zumindest zu Ende fahren. Rudi Geis hat den Pfaffenrot überholt, der in der Box steht. Das ist dann nicht so schwer. Jetzt gehen wir mal kurz nach vorne. Also, hier sehen wir die drei. 1, 2 und da oben der dritte, der McLaren. Die fahren hier doch gut hintereinander her. Insgesamt sind sie aber schneller als alle anderen. Denn die fahren hier immer mal wieder 2 Minuten Einsatzzeiten, tiefe Zweierzeiten. Ja, Ewerts auch noch mit mittleren Zweierzeiten. Dahinter sind es eher 2 Minuten Dreier. Wir sehen es hier, fährt recht einsam vor sich hin. Und da wollte ich gerade hinschalten. Weggel verliert hier die Position. Ah, hier, wie heißt die Kurve? Habe ich vergessen. Rutscht der Weggel ein bisschen weg. Verliert die ganze Geschwindigkeit. Da braucht er sich nicht groß wehren. Da geht Farmer wieder vorbei. Mal kurz bei Hofmann rein. Es hat sich langsam geordnet. Auf der Karte sehen wir es. Hier und da haben wir schon Lücken. Aber Mittelfeld noch ganz gut zusammen. Die teilen sich auch nochmal in drei Gruppen auf. Doch eine recht interessante Sache bis jetzt hier, nach der ersten Viertelstunde. Mal sehen, wie das sich so alles verhält, wenn dann alle in der Box gewesen sind. Gucken, wer hier vielleicht lange draußen bleibt oder vielleicht eher zur Halbzeit, wo ich mal vermute, dass die meisten reingehen werden. So, Schröter auch noch an Höfer vorbei. So, jetzt geht's hier an Überrundung. Hier der Porsche von Hofmann wahrscheinlich. Wird hier mit Gelb angezeigt. Nehme ich jetzt mal an. Nein, nein, nein. Ach, das ist gar kein Hofmann Porsche. Hofmann steht hier aber mit dem BMW ganz, ganz ungünstig quer hier zur Straße. Pfaffenrot war das vielleicht. Ja, jetzt muss er erstmal gucken, dass er hier das Auto wieder gerade bekommt. Noch sind wir hier in der Wiederholung drin. So, jetzt hat er es geschafft hier. Na, Glück gehabt. Fällt gerade auf der anderen Seite hier. Aber Hofmann jetzt, ja, leider auch mit einem ordentlichen Schaden. Wir sehen es hier, kommt nicht so ganz um die Kurve rum. Wird wahrscheinlich jetzt auch in die Box gehen.
Ja, wie vermutet, die geplante Boxenstoppzeit wird bei vielen nicht unbedingt eingehalten werden können. So, sind jetzt alle hier am Porsche vorbeigekommen eigentlich. Hier ist der McLaren, der Porsche, der Anderson. Also die ersten drei weiterhin hier 1,5 Sekunden auseinander. Die Überrundung, weiß nicht, ob die Zeit gekostet hat. Platz 4. Ja, ist die ACC gerade nicht ganz so einig, aber auf jeden Fall noch ein ganzes Stück weg. Dann haben wir hier nochmal drei Autos recht dicht hintereinander. Lefeld, Keep, Haya und Brei haben wir da auch noch. Ja, wenn man Reifen wechselt, steht man doch sowieso 30 Sekunden, oder nicht? So, gehen wir mal hin. Klaus Jäkel. Nö, 30 Sekunden müssen alle einmal stehen. Mindestens. Der eine oder andere sogar länger durch die Reparatur. Wir gehen mal kurz zu Nissan rüber, zu Platz 9. Der hängt weiterhin am Haya dran. Die kennen sich jetzt auch schon ein paar Runden, glaube ich. Wir steigen mal beim Nissan ein. Gucken mal, da vorne ist noch der Detlef Keep im Honda. So, ein Auto verloren. Drei stehen hier mit Rot hinterlegt. Müsste abgestellt sein. Also haben wir wahrscheinlich nur noch 29 Autos, die hier aktiv ins Renngeschehen eingreifen. So, mal gucken. Nissan gegen McLaren, der Nissan hier im Windschatten. Gucken, ob er ein bisschen rankommt. Sieht jetzt nicht so danach aus, dass er sich daneben setzen kann. Kommt hier so ein paar Meterchen ran. Aber Angriff ist auf jeden Fall erstmal nicht möglich. Ja, macht hier gut Druck. Probiert das vielleicht auf dem Berg hier? Wahrscheinlich eher nicht. Mal gucken. Aber vielleicht kann man den Vordermann ein bisschen unter Druck setzen, dass er einen kleinen Fehler macht. Das Problem hier auf dem Berg ist halt, wenn der Vordermann ein Problem hat oder einen Fehler macht und so dicht vor dir fährt, kannst du oft gar nicht mehr reagieren. Dann ist das auch mehr Glück als Verstand, wenn du da heil vorbeikommst. Und vorne Andersen an Precour vorbeigegangen. Okay, da gehen wir doch mal in die Wiederholung rein. Ah, kleiner Fehler von Precour. Den Meisterschaftsführenden passiert auch mal ein Fehler. Da dreht sich der schön. Oh, da muss der McLaren ein bisschen in die Wand rein. Er dreht sich hier genau 90 Grad da den Berg ab. Zum Glück kann das Auto relativ zügig hier drehen. Ja, da hat er auf jeden Fall auch ein bisschen Schaden, beziehungsweise der McLaren ein bisschen Schaden bekommen. Eieiei. Also, das passiert auch dem Besten hier. Stefan Mons, der wird sich ins Fäustchen lachen. Der hat jetzt einfach mal 5 Sekunden Vorsprung durch die Aktion. Das ist, nimmt nochmal ein bisschen Druck raus vielleicht. Ja, dahinter, wie gesagt, Platz 4, 5 Sekunden. Dahinter nochmal 6 Sekunden Jerome Eckert. Der hat auch kein Auto weit und breit in Sicht. Nick Lefeld haben wir auf der 6. Eine Position ging es nach vorne. Genauso für Detlef Keep, die hier, ja, ein bisschen den Lefeld auf die Pelle rücken. Haben wir dahinter ja immer noch nicht am McLaren vorbeigekommen. Ja, wer weiß, wie hot die Reifen sind. So warm ist es ja zum Glück auf der Strecke nicht, aber so ein Quersteher, der heizt da mal ordentlich ein auf jeden Fall. So, 20 Minuten haben wir hinter uns, ein Drittel also. Schröter wird mit einer gelben Flagge angezeigt, gucken wir mal. Gehen wir 20 Sekunden zurück. Vielleicht sehen wir das noch. Nee, da war er schon irgendwie demoliert hier. Ja, der war schon in der Box. Und jetzt muss er nochmal rein. Nehme ich jetzt mal ganz stark an. Der wird jetzt nicht 40 Minuten in dem Tempo fahren. Also da wird es auch nochmal ein gutes Stück zurückgehen. Ja, sehr, sehr schade. 3 Positionen hat er insgesamt verloren. Hat er sich bestimmt ein bisschen mehr erhofft heute. So, hier sehen wir die Boxeneinfahrt einmal. Ui, da geht es aber auch gar nicht mehr mit der Lenkung. So, jetzt hat er es halbwegs geschafft. Wir gehen wieder zu René. Da erwarte ich irgendwie, dass er am McLaren vorbeikommt. Hängt auf jeden Fall die ganze Zeit ganz, ganz dicht am Heck dran. Aber wer weiß, wer mit wie viel Flügeln fährt. Gucken wir mal, ob er auf der Geraden vielleicht rankommt. Steigen wir beim Chris mal ein. Ja, schöne Bilder hier den Berg runter. Die Bäume werfen schönen Schatten. Sehr, sehr atmosphärisch hier, würde ich mal sagen. Wir können uns das angucken, die Fahrer eher nicht.
So, gehen wir kurz hier hin. Hier ist auch noch halbwegs eng, eine Sekunde zwischen den Autos hier im Mittelfeld. So, Schröter hat es in die Box geschafft. Der Andreas Höfer, der hat, glaube ich, ja, sich eine DT abgeholt. Also hat gerade eine Ehrenrunde durch die Box gedreht. Damit auf der 27. Position. Immer noch eine besser als am Start. Aber wirft einen natürlich trotzdem ein bisschen zurück hier. Auch wenn die Boxendurchfahrt gar nicht mal allzu lang ist. Ach so, ja, alles gut. So, mein Namensvetter hier im McLaren mit der 711. Ah, wollte gerade gucken, ob er hier angreift. Aber wir haben, glaube ich, Daniel Pay, der hier eine Position gewonnen hat gegen Jäkel. Ah, was war da los? Haben wir nicht ganz gesehen. Vielleicht in der Chase irgendein Problem gehabt. Auf jeden Fall auf die 19 zurückgefallen. Und der Daniel Pay, hier sehen wir ihn wieder im Live-Bild. Nach Kurve 1 auf der Position 18. So, wo gehen wir hin? Kleefeld und Kep haben wir jetzt hier. Also wieder so ein... Oh, kleiner Bandencheck hier vom Honda. Da merkt man richtig, wie das Auto zurückgebounced ist. Da kannst du froh sein, dass du das Auto wieder in die Spur bekommst. Ja, hier wollte ich gerade sagen, in den Top 10 mal wieder ein schönes Grüppchen. Cruise jetzt mit einer gelben Flagge. Auch da gucken wir mal rein. Mal gucken. Ah, da schön beim Rausbeschleunigen das Heck weggegangen. Farmer müsste vorbeigegangen sein. Und jetzt hat er den Matthias Weggel direkt hinter sich, der auch schon 4 Positionen gewinnen konnte. Nächste könnte folgen vielleicht. Mal gucken, ob der McLaren Schaden hat oder ob die Hinterreifen jetzt vielleicht auch noch ein bisschen warm sind und deswegen auch etwas rutschig. Aber wir gehen, glaube ich, mal wieder nach vorne in die Top 10 rein. Mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Angriff sehen. Das ist ein langsamer BMW. Das ist Daniel Pay. Der hier aber überrundet wird. So, hier haben wir 2 Duelle auf jeden Fall im Bild. Haya und Brei und Kleefeld und Kep. Aber an den Positionen hat sich da nichts getan. Diese Runde jedenfalls nicht. Ja, 3 Runden noch. Dann sind wir ungefähr bei der Halbzeit. Und wir sehen es hier, die ersten 23 müssen alle noch in die Box. Also gut, 2 Drittel des Feldes waren noch nicht drin. Die sind noch heil durchgekommen halbwegs. Mussten nicht zur Reparatur reingehen. Die könnten wir wahrscheinlich hier demnächst dann erwarten. Fahren wir gerade mit einer gelben Flagge. Achso, ist in die Box rein. Vielleicht da geht ja auch manchmal was schief. So, Andersen und Precor vorne. 1,5 Sekunden auseinander. Also Precor hat sich seine 2. Position bis jetzt nicht wiederholen können. Fahren wir in der Box. Pötter geht rein. Ja, wer ein bisschen Schaden hat, geht vielleicht so ein paar Minütchen früher rein. Dass man da mit Heimauto die letzten 35 Minuten fahren kann. Gehen kurz mal zu Matthias rüber. Der hängt hier im Windschatten vom McLaren von Cruise. Aber noch Cruise da hier vor dem Audi. Ah, ein bisschen ausweichen musste er da. Aber keine Angriffsmöglichkeit jetzt. Gucken wir mal kurz zu Precor rein. Hier geht es zu den nächsten Überrundungen. Aber hier auf der Geraden sollte das kein Problem sein. Porsche, der holt sich nochmal ein bisschen Windschatten natürlich. Jetzt blinkt er hier rechts. Ja, aufs Gas muss er jetzt nicht unbedingt fahren. Da kommt auch ein Porsche noch vorbei, hier auf der relativ schmalen Geraden. Na, noch zu weit weg jetzt, um in der Chase vielleicht anzugreifen. Also, da wird es etwas schwierig, nach vorne zu kommen. Eine Position ging es ja bis jetzt nur nach vorne für den Detlef. Jäkel hat eine gelbe Flagge. Ein Essen geht vorsichtig vorbei. Wir gucken mal. Ei, oh, bang. Ja, der Essen hat gut reagiert hier. Ist gar nicht das Brückner. Welcher Essen war denn das jetzt? Oder war das der Herr Geis? Ah, Herr Rudi Geis war das. Ja, der hatte leider auch schon eine DT. Einmal in der Box war er auch schon. Mal gucken, ja, wie weit es noch nach vorne geht, wenn alle anderen drin gewesen sind.
Oh, Graz an Brück nach vorbei. Hat ihn aber vorbeigelassen, mehr oder weniger. Ja, hat er auf jeden Fall. Warum auch immer. Also, die beiden waren noch nicht in der Box. War also tatsächlich eine Position. Oh, was ist hier passiert? Da steht noch ein Porsche da oben. Ah, Mist, haben wir jetzt nicht ganz mitbekommen. Pfaffenrot ist das da oben. Und gerade sehen wir hier im Bild. Ich weiß nicht, ob die kollidiert sind. Sieht aber fast so aus. Oder der Porsche stand da und der Aston musste ausweichen. Ah, schade. Gucken, ob es jetzt hier in die Box geht. Ja, sieht fast so aus. Ja, aber er muss ohnehin nochmal. Also kein extra Boxenstopp zumindest mal. Carsten König geht derweil hier vorbei. So, guck mal nach vorne vielleicht. Da haben wir Stefan Mons auf der 1 wie gehabt. 5-6 Sekunden Vorsprung. Bahnt sich hier seinen Weg zu einem womöglichen Sieg. Aber halbe Stunde hat er noch vor sich. Über die Box fährt er ebenfalls noch nicht. Also man kann sich nicht sicher sein. Ein kleiner Fehler und die Sache ist hier gegessen. Der eine oder andere muss das heute leider Schritt erleben. Am eigenen Leib hier am Auto. So, Preko, der fährt aber gerade rein. Der holt sich dann wahrscheinlich, oder muss sich ja eh frische Schlappen holen. Wird froh sein. Der nach dem Quersteher dürften die Reifen vielleicht auch nicht mehr ganz optimal gewesen sein. Jeff Ewerts haben wir dann auf der 4. Jerome Eckert haben wir dahinter. Dahinter geht ein Honda rein. Das, ja, wer ist denn das? Der Schröter, glaube ich. Ja. Oh, schon wieder. Der war schon zweimal drin. Nicht, dass er sich noch eine Strafe jetzt geholt hat. Denn sein Auto sieht eigentlich recht heil aus. Na, schauen wir gleich mal. Samuel Farmer, da gehen wir jetzt mal hin. Auf die 21. Der schnuppert an den Top 20 hier. 11 Position hat er leider verloren. Insgesamt. War aber auch schon in der Box, muss man sagen. Also ist das noch nicht ganz Boxenstopp bereinigt. 0,4 Sekunden an Buchholz dran. Der war noch nicht in der Box. Also, ja, könnte hier vielleicht etwas problemloser vorbeikommen. Denn der Porsche weiß, er fällt auf jeden Fall hinter den Honda, wenn er in der Box war. Also wenn er merkt, dass der Honda schneller kann. Vielleicht gut beraten, hier nicht allzu groß zu wehren. Mal gucken, ob er jetzt hier vorbeikommt. Erstmal wieder in den Windschatten rein. Aber ich glaube, jetzt kann der Honda hier vorbeiziehen am Porsche. Jawohl, so ist es auch. Damit fahren wir zumindest mal wieder auf die 20. Position gerückt. 13 Sekunden geht es dann zur nächsten. Aber wie gesagt, die müssen da alle noch in die Box. Keep und Jekyll sind nämlich gerade drin. Dürfte also gleich hier ein paar Positionen gewinnen. Ja, der Nissan. Der kann sich gar nicht satt sehen hier am Heck von McLaren. Fahren hier gefühlt das ganze Rennen schon in der Konstellation hintereinander her. Mal sehen, für ihn, ja, ging es nach vorne. Für Haya müsste es auch ein bisschen nach vorne gegangen sein. Drei Plätze sind hier zwischen den beiden Lamborghinis sozusagen. Mal sehen, wer da als erstes in die Box reingeht. Weggel an Cruz immer noch dran. Immer noch nicht vorbeigekommen. Ähnliches Bild hier wie bei den anderen beiden, die wir gerade gesehen haben. Anderson Ewerts vorne auch in der Box jetzt. Relativ pünktlich zur Halbzeit. Ah, da kann Weggel leider den Schwung nicht mit rausnehmen. Da war zu dicht dran. Bisschen Luft lassen und dann kann man schön aufs Gas gehen und dann hier im Windschatten sich vielleicht noch ein bisschen ransaugen. Mit dem Audi sollte das eigentlich kein großes Hindernis darstellen. Der geht ja doch ganz gut auf der Geraden. Aber vielleicht reizt er trotzdem, um mal die Nase daneben zu halten. Vielleicht irritiert das ja den McLaren. Ja, reicht noch nicht so ganz. Nee, ein Stück näher muss er noch rankommen. Dann passt das auf jeden Fall. 21 Grad, wird ein bisschen kühler. Halb sieben haben wir jetzt schon durch. So, Farmer kommt wahrscheinlich aus der Box. Nee, gelbe Flagge. Uiuiui, schöner Drift. Oh nein, und dann ging es auch nochmal in die Wand rein. Und Farmer war ja schon in der Box. Und da hatte ich gerade noch gesagt, er wird noch ein paar Positionen gewinnen, weil die anderen davor noch in die Box müssen. Hoffen wir mal, dass er hier noch halbwegs weiterfahren kann. Oh, und dahinter der Porsche plankt auch nochmal ein bisschen ein. Der Pfaffenrot war das wahrscheinlich, auf der 28. Ja. Eieiei, der war ja auch schon in der Box. So, Patrick Schröter. Nee, der war zu einem normalen Boxenstopp. Der war jetzt insgesamt schon dreimal drin.
Einmal auf jeden Fall ein Boxenstopp, einmal eine DT und offenbar noch ein Boxenstopp. Schien wohl der Schaden wieder mal ein bisschen größer zu sein. So, Guerra steht gerade in der Box auf der 15. Den haben wir auch noch nicht so viel im Bild gehabt. Aber schon, ja, einige jetzt in die Box reingegangen. Die ersten 9 fehlen noch, Platz 12, Platz 14 noch. Der Weggel ist jetzt reingefahren. So, Cruz kann noch nicht so ganz durchschnaufen, da kommt schon der nächste an der Prekur. Mal gucken, wo er vorbeikommt hier. Hoffentlich recht zügig, sonst verliert er sehr, sehr viel Platz. Ja, und sein Gegner direkt dahinter, der Anderson, der McLaren. Ich muss mal gerade überlegen, haben die wieder Plätze getauscht nach dem Boxenstopp? Weil Anderson statt 3 Sekunden länger. Ja, ich glaube, Preko auf der 3 vorhin. Ich weiß es nicht mehr ganz, aber egal. Wir schauen uns mal an, wie sich das Ganze jetzt hier darstellen wird. Der Porsche kommt hier am McLaren hoffentlich vorbei. Mal gucken, ob sein Teamkollege, hätte ich was gesagt, sein Markenkollege auch noch vorbeikommt. Aber der McLaren, der wehrt sich natürlich. Der Herr Cruz. Warum auch nicht? Geht um eine Position, auch wenn es natürlich so gesehen nicht wirklich Sinn macht. Er muss nochmal in die Box rein. Was er jetzt, glaube ich, tut. Jawohl. Also kein großer Zeitverlust für die beiden dahinter. Also, jetzt haben wir die beiden direkt hintereinander. Vorhin war der Abstand da so bei 1,5 Sekunden. Interessant. Mal gucken, wann Mons reingeht. Wo ist eigentlich der Everts? Auf der 9. Position. Ja, der war ja noch auf der 4. vorhin. Ja gut, Daniel Payne muss noch in die Box. Also, Boxenstopp bereinigt, müsste er auch wieder auf der 4. Position sein. Müssen wir noch uns ein bisschen gedulden, bis denn alle drin gewesen sind. Gucken kurz zu Keb rein. Beziehungsweise Keb gerade vorbeigegangen hier. Anguera, gucken wir mal kurz, wo ist das passiert? Ah, Side-by-Side Richtung letzte Kurve. Und ja, da hat der Audi zurückgezogen auf jeden Fall. So, Brückner gegen Haya, aber Brückner muss nochmal rein. Ist also kein Positionskampf direkt. Daniel Pay muss nochmal rein. Everts hat am Nacken auch kein richtiger Zweikampf. So, Cruz ist jetzt in der Box gewesen, jawohl. Genau, haben wir ja gesehen. So, dann gehen wir wieder zu Preko und Anderson. Ich glaube, das ist gerade somit das Interessanteste hier. Und Stefan Mons auf der 1. Position ist rein. Jerome Eckert auf der 2 ist rein. Krefeld gerade mit einer gelben Flagge, aber ist irgendwas an der Boxeneinfahrt, ist jetzt auch drin. Damit fehlt hier vorne noch der Michael Haaf und der Christian Schmielecki auf der 5. Position. Dann haben wir zumindest ganz vorne wieder ein Boxenstopp bereinigtes Feld. Daniel Pay muss noch rein und der Herr Brückner. Alle anderen, ja, waren soweit. Also keiner, der hier besonders lange draußen bleibt. Dann doch relativ 50-50 aufgeteilt. So, Schmielecki ist drin, Eckert ist drin. Also, gucken wir mal Stefan Mons, wo er rauskommt. Ist er schon wieder unterwegs? Jawohl, jetzt kann er hier wieder aufs Gas gehen. Und da dreht sich der Jäkel, glaube ich, weg, der Porsche auf der 21. Ja, aber alles gut, trifft hier keinen. Und der Erste bleibt auf der 1. Position. Hier sehen wir ihn noch. Und da hinten kommen die anderen beiden, Prekur und Anderson. Schönes Duell, was wir hier sehen. Wir gehen aber in Porsche rein. Was kann der McLaren jetzt hier vielleicht ausrichten? Everts auf der 4. Position, wie gehabt. Hat sich also nicht wirklich viel getan, außer dass 2 und 3 hier ein bisschen näher zusammengerückt sind. Da wird mal links, mal rechts geguckt, aber da wird die Nase noch nicht reingehalten. Also Preko steht hier mal ordentlich unter Druck. Das kannst du jetzt hier auch nicht so sonderlich gebrauchen in dem Abschnitt hier. Da heißt das Ruhe bewahren. Denn ja, wenn man keinen Fehler macht, wenn man die Linie hier hält, dann kommt der Hintermann an sich auch nicht vorbei. Konzentration gilt natürlich wie immer der letzten Kurve vor der Geraden dann. Besonders hier im Porsche. Mal kurz zum Nissan. Oh, der ist hier endlich mal am McLaren vorbeigekommen von Klefeld. Nee, Quatsch. Hier ist er. Ha, ja. Also, der Nissan endlich vorbei. Nach dem Boxenstopp hat er es endlich geschafft. Sehr, sehr schön für ihn. Hat ja nur das halbe Rennen gedauert. So, jetzt haben wir alle in der Box. Jawohl, Brückner ist drin. Daniel Pay ist drin. Also weg mit der Anzeige.
Haben gleich hier wieder einen Boxenstopp gereinigt. Das Feld, wenn die alle rausgekommen sind. Ja, und wir sehen zwischen 6 und 7. Da wird es vielleicht nochmal interessant. Wie gesagt, dann ist dann ja an Haya vorbei. Macht sich vielleicht hier auf den Weg zum nächsten Lamborghini, zu Nick Kleefeld auf der 6. Position. Und hier hält sich der Preco auf jeden Fall mal auf der Position 2. Abstand nach vorne, 8 Sekunden. Ja, hat sich auch nicht so viel getan. Ups, Andersen geht hier etwas weit. Hat er den Scrap zu viel mitgenommen vielleicht? Nee, ist das Heck ein bisschen rumgekommen hier. Bisschen zu viel Schwung reingenommen. Kleefeld war gerade auch ein bisschen langsam. Scheint aber auch nichts allzu Wildes gewesen zu sein. Haya kommt auf jeden Fall jetzt hier vorbei. Und ja, scheint doch was Größeres zu sein, denn Brei ist auch noch vorbeigegangen. Genau, der Kleefeld hat jetzt hier 2 Positionen verloren. Ja, wahrscheinlich irgendwo einen kleinen Quersteher auf dem Berg gehabt oder so. Scheinbar aber kein großer Schaden. Zumindest mal nicht so groß, dass er jetzt hier in die Box reinfährt. So, König. Was macht er? Der hat hier Schilder um. Ups, da, den Körper darfst du auch nicht mitnehmen. Der ist sehr, sehr hoch und aggressiv. Ah, Schild war eh schon kaputt von... ich glaube, Pfaffenrot war der Porsche, der da ein bisschen quer gekommen ist. So, jetzt ist Kleefeld wieder hier dran am McLaren, nachdem er die Position eben verloren hat. Aber scheinbar kann er hier besser aus Kurve 1 rauskommen. Und dann geht es jetzt zur nächsten Kurve, Kurve 2 außenrum. Glaube ich, ist er schon vorbei. Jawohl, kann hier sogar die normale Rennlinie nehmen. Chris Heyer damit auf die 8. Position. Ja, der Abstand hier vorne jetzt wahrscheinlich hier durch den Fehler doch sehr groß geworden. 6 Sekunden. Ja, schade. Hätten wir uns eigentlich gehofft, dass wir hier einen schönen Zweikampf ums Podium sehen. Aber wir sehen es hier. Bis Position 6 alles doch in trockenen Tüchern. Mehr oder weniger. Stand jetzt. Aber auch ein Preco hat schon einen Fehler gemacht. Ein Andersen hat einen Fehler gemacht. Stefan Mons vorne haben wir zumindest nicht mitbekommen, dass er schon einen Fehler gemacht hat. Aber auch ihm könnte es passieren und dann... ja, könnte es schon wieder schwierig werden mit dem Sieg. Ja, das wird in der Gesamtwertung interessant. Er ist ja der Dritte in der Gesamtwertung. Preco Andersen sind ja die beiden, die vor ihm sind. In der Reihenfolge auch. Das könnte dann wieder ein bisschen... oder könnte sehr eng zusammenrücken vorne. Aber das schauen wir uns dann beim nächsten Mal wahrscheinlich erst an, wenn das dann alles berechnet wurde. Wir gehen mal zu Daniel Pay und Christian Schmielecki. Die haben gerade auch noch so ein bisschen Spaß hier oben auf dem Berg. Ja, Daniel Pay, 7 Positionen gewonnen, Boxenstopp bereinigt. Der wird bis jetzt ganz zufrieden sein. Gucken wir mal bei seinem Verfolger rein. Ja, der ist hier auf der Jagd nach seiner Startposition. Uiuiui. Da habe ich ihn schon in die Wand fahren sehen. Aber hat noch gerade so gereicht hier. Wird er auch noch recht froh sein. Dadurch der Abstand wieder ein bisschen größer geworden natürlich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal durch, schauen uns dabei die Position Deltas an, damit wir mal so einen kleinen Überblick bekommen, wer jetzt hier wo fährt. Stefan Mons ist hier gerade hinter einem Aston, den er hier aber nicht überrunden darf auf dem Berg. Da muss er sich noch ein kleines Stückchen gedulden. Ist auf jeden Fall auf der 1. Position, von der er auch gestartet ist. Dann haben wir Dennis Precor, ja, der wieder auf seiner 2. Position ist. Dann haben wir Andersen und Everts. Die beiden haben hier Position getauscht. 5 Sekunden trennen hier die beiden Piloten. Dann haben wir Jerome Eckert. 11 Sekunden nach vorne, 5 nach hinten. Für den ging es eine Position nach vorne. Ja, recht unauffälliges Rennen, würde ich mal sagen. Hat relativ früh einen entspannten Spot hier erwischt im Feld. Konnte da, abgesehen vielleicht von ein paar Überrundungen, vor sich herfahren. Wird da, denke ich, ganz froh sein. Hier ist man doch sehr viel mit sich selbst beschäftigt, auch wenn man keinen Zweikampf hat. Dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir den Nissan von René Brei, der 5 Positionen gewonnen hat. Ja, der Kleefeld, mal gucken, ob der sich seine Position wiederholt. Hat er ja hier gegen den Nissan und den McLaren verloren. Den McLaren hat er sich schon schnappen können. Chris Heyer mit einer Position, die er gewonnen hat, auf der 8. Dann haben wir Michael Haaf mit 3. Auch da ging es auch ein gutes Stück nach vorne. Zumindest mal in die Top 10. Und ja, momentan auch so ein bisschen Luft nach vorne und nach hinten. Da hinten sieht er die nächsten Positionen. Mal sehen, ob er da nochmal rankommt. So, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir dann den Detlef Kiep. Da ging es leider leicht nach hinten. 10 Sekunden nach vorne, 6 nach hinten. Dann haben wir Helder Guerra, der Luxemburger, mit 4 Positionsgewinn.
Patrick Till haben wir auf der 12. Ja, eine Position hat er gewonnen. Und die nächsten, ja, alle gut verteilt auf der Karte, kann man es ja auch ganz gut sehen. Haben da wenig direkte Zweikämpfe. Mal sehen, was sich noch so entwickelt die letzten knapp 20 Minuten. Samuel Farmer haben wir dann hier. Da ging es auch nochmal ein Stück nach hinten. Ja, der hat jetzt auch keinen großen Verkehr hier. Geht gerade durch The Chase. Oh, Harf und Hayev tauschen hier gerade Position. Hat Hayev hier vielleicht einen Fehler gehabt? Er sieht leicht demoliert aus. Weiß nicht, ob es auch tatsächlich so ist. Könnte ein Anzeigefehler sein. Auf jeden Fall ist Michael Harf jetzt erstmal hier vorbeigezogen. Auf die 8. Position. Ja, hat ein bisschen was verloren jetzt der Herr Haya die letzten Runden. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube bei Weggel ungefähr. Auch nicht mehr ein ganz taufrischer Audi hier auf der 14, aber 6 Positionen hat er gewonnen. Momentan kann er auch seine Pace einfach fahren. Alex Cruz haben wir hier auf der 15. Position. 3 gewonnen. Dann haben wir Brian Pötter. Ja, der ist noch recht dicht dahinter. Weiß nicht, ob er ihn nochmal angreifen kann. Aber Daniel Pay kriegt hier gerade Besuch von Remo Kipfer. Von Christian Schmielecki. 0,5 Sekunden. Immer noch dran hier. Also auch die letzten Runden ist er hier nicht vorbeigekommen. So, Kipfer mal dahinter. Auch der hat sehr viel Ruhe. Halbe Minute nach vorne und 10 nach hinten. Pierre Brückner haben wir dann hier. Den Aston Martin mit der Nummer 4. Ja, da ging es sehr gut nach vorne. Gehört auf jeden Fall mit zu den größten Gewinnern hier. 9 Positionen. Dann haben wir den Herrn Jäkel auf der 21. Der hat mit Rudi Geis getauscht. Der ja, wie gesagt, schon eine DT hatte. Also könnte eigentlich ein bisschen weiter nach vorne fahren. Jetzt gucken wir nochmal hier. Ja, schön an der Wand lang. Keine Berührung zumindest mit der Wand. Aber der Druck ist sehr, sehr groß. Wir fahren mal bei McLaren mit. Ja, hier wird es schwierig. Hier muss man am besten einfach entspannt hinterherfahren. Auch hier fast die Wand geküsst. Auto kam leicht, aber kann die Karre noch abfangen. Ja, ein bisschen Dirty Air spielt da vielleicht auch nochmal eine Rolle. Aber alles gut. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Herrn König. König? Wo ist der Herr König hin? Ich wollte gerade auf König gehen und dann ist er weg. Dann gehen wir zu Alex Graz. Auf der 23. Position. Jetzt glaubt der König ist weg. Ja, hier der Aston Martin. 9 Positionen gewonnen jetzt. Also hat auch gut gewonnen. Genauso wie Buchholz im Porsche. Der kann auch gut zufrieden sein. Andreas Höfer haben wir dann auf der 25. Der war schon leider insgesamt dreimal in der Box. Eine DT hat er sich auch schon abgeholt. Jürgen Hofmann haben wir dann gerade auf der letzten Geraden hier, auf der 26, von der er auch gestartet ist. Dann haben wir den Porsche von Pfaffenroth, der war auch schon zweimal in der Box, einmal zum Reparieren, einmal regulär. Dann der Herr Schröter, der war sogar schon viermal, das ist ja mit den meisten Boxenstopps. Dementsprechend, ja, gut nach hinten gefallen, 5 Positionen insgesamt. Langhorst abgestellt, Steffen Rosse, glaube ich, gar nicht erst losgefahren. Ne, Langhorst nach 3 Runden, Rosse gar nicht losgefahren. Und 2 Autos haben wir gar nicht mehr auf der Strecke, genauso wie den Porsche hier leider. Gucken wir mal, letzte Kurve, warum sage ich mal vorletzte? Oh, ging es aber sehr frontal in die Wand rein. Ja, und jetzt muss er hier die komplette Runde, ne, wo war das? Ah ne, in der Chase war das, glaube ich. Ne, letzte Kurve, ja, richtig. Fährt da gerade die Schilder ein bisschen kaputt. Mal gucken, ob er hier das Auto noch heil in die Box bekommt. Sah doch recht rabiat aus. Ja, wir sehen auch ganz hinten die ganzen Hondas, ganz viele. Also wer heute Honda fährt, hat offenbar nicht so viel Glück. So, Kleefeld gegen den Nissan. Da schalten wir gerade sehr pünktlich hin. Ja, war die letzte Kurve mit dem Porsche. Der will hier seine Position wiederholen. Ist auf jeden Fall mal drauf und dran hier. Scheinbar kann er hier sehr gut mithalten. Wenn nicht sogar ein bisschen schneller fahren. Ah, Carsten König ist wieder auf dem Server. Wir sehen es auf der 26 in der Box. Ja, gute Viertelstunde nur noch.
Feld hat sich natürlich gut auseinandergezogen. Pace-Unterschiede haben wir halt doch noch hier im Feld vorhanden. Aber wir sehen hier 6-7 sehr eng. Hayek Hebe. Ja, mal gucken, ob der Honda da nochmal rankommt. Vorne scheint die Sache auch erstmal gegessen zu sein. Aber hier muss man wirklich bis zur letzten Kurve konzentriert sein. Denn ein Einschlag und das Auto könnte dahin sein. So, Kleefeld wird gerade ein bisschen langsam angezeigt. Der ist nämlich vor dem Duell, was wir gerade gesehen haben. Gucken wir mal, was hier passiert ist. Ist hier irgendwas passiert, ist die Frage. Nö, alles gut eigentlich. Schmielecki in der Box. Okay. Ah, der war eigentlich auch schon. So, jetzt gibt es hier den Angriff von Keep gegen Haya. Ging jetzt auch nochmal recht schnell. Eben war es auch 1,5 Sekunden. Aber wir sehen, der McLaren scheint auch beschädigt zu sein. Wenn es denn so stimmt, würde es zumindest mal hier das relativ leichte Überholmanöver erklären, hier auf der Geraden. Der Honda doch ganz easy dran vorbeigezogen und ein bisschen Staubentwicklung. Hoffen wir mal, dass da nur einer ein bisschen zu viel Körper mitgenommen hat. Ja, keine gelbe Flagge, sieht gut aus. Also der Keep jetzt auf der 9. Eine Position noch, 6 Sekunden, dann ist er wieder auf seiner Startposition. Schmielecki kommt jetzt raus. War aber keine Strafe, offenbar, nö. Hat offenbar irgendwas repariert oder erst einen Stop repariert und jetzt regulär rein. Oh, Farmer an Till vorbei. Till haben wir heute auch noch nicht so viel im Bild gehabt. Ja, geht hier vorbei in der vorletzte Kurve. Die letzte Kurve natürlich. Ja, 29 Autos haben wir noch aktiv, wollte ich gerade sagen, auf der Strecke. Mal gucken, Pfaffenrod steht erst 40 Sekunden, könnte also gleich weiterfahren. Hier haben wir noch den Honda von Schröter, der steht auch schon wieder eine Minute drin. Mal gucken, ob die abgestellt haben oder ob die nochmal rausfahren. Hier die letzten 12 Minuten. Hier gucken wir aber Kleefeld, der sich jetzt schon mal ja, am Nissan gleich wieder abrackern wird. Everts, der hat gut aufgeholt auf Andersen, glaube ich. Da waren es vorhin noch 4 Sekunden. Weiß nicht, ob da vielleicht ein bisschen Pech bei den Überrundungen waren vorne. Auf jeden Fall er jetzt hier 1,8 Sekunden nur noch dran. Also wird vielleicht doch nochmal spannend hier ums Podium. Da bleiben wir doch mal dran, würde ich sagen. Kleefeld wird dem Nissan nochmal gefährlich, wie gesagt. Till Farmer, schauen wir mal. 2 Sekunden. Der Abstand, da gab es ja gerade das Überholmanöver. Könnte also sein, dass der Abstand da eher größer wird als kleiner. Ja, wir haben 2 Drive-Thrus, glaube ich, gesehen. Gucken wir mal kurz nach. Da ist auf jeden Fall eine da. Ja, 2 DTs, glaube ich. Aber DTs sind hier noch eher so ein kleineres Übel, würde ich sagen. So, jetzt wieder aus der Box raus, wollte ich gerade sagen. Aber scheint hier irgendwo abseits gewesen zu sein. Ah, in der Chase. Ah, schade. Und Kipfer. Was war bei Kipfer los? Der ist auch sehr langsam. Na, scheint auch ordentlich Schaden zu haben. Hier sehen wir es. Eieiei, jetzt wird er hier überholt von Brückner auf jeden Fall. Der ist vorbeigegangen. Das ist hier der Aston Martin, der jetzt 11 Positionen gewonnen hat. Ja, hoffen wir mal, dass er sein Auto nicht noch wegschmeißt hier die letzten 10 Minuten. Dann könnte er, glaube ich, ein recht zufriedener Pierre heute sein. Mit einer der größten Gewinner, was die Position angeht. So, Ewert jetzt doch wieder 2,5 Sekunden weg. Aber Andersen, der biegt hier gerade immer vor ihm in die Kurve ein. Den sieht er also. So, Kleefeld immer noch nicht am Nissan dran. Oh, Schröter hier. Eben war er noch in der Box. 5-mal war er jetzt schon drin. Und hier zu schnell reinlaufen lassen in the Chase. Da steht ja am Apex, aber ich glaube, ja, keiner in der Nähe gewesen. Alles in Ordnung. Pfaffenrod. Ja, Schröter, Pfaffenrod sind noch in der gleichen Runde. Hofmann, ja, der geht gleich in die 22. Runde.
Ganz vorne sind wir bereits in der jetzt 25. Also schon gute Abstände, die wir hier zum Teil haben. Natürlich dem Boxenstopp geschuldet. Ja, weiter hinten haben wir 2, 3, 4, zum Teil, wie gesagt, 5 Boxenstopps bereits absolviert. Alle bis einschließlich Platz 20 war nur einmal drin. Also bei den Top 20 läuft es bis jetzt doch ganz gut. So, jetzt geht es langsam in die Schlussphase rein. Ja, Sonne geht doch so ein bisschen tiefer langsam. 7 Uhr abends haben wir jetzt. Hilfer nochmal mit einer gelben Flagge irgendwo. Aber wir bleiben mal auf Kleefeld. Gucken, ob er sich den Nissan jetzt hier irgendwie mal schnappen kann. Komm mal kurz hier in die letzten 3 Runden rein. Zack. So, was sehen wir da? Da sehen wir, ja, das Position 6. Ticken schneller war die letzten beiden Runden zumindest. Davor sogar ein ganzes Stück schneller. Aber irgendwie sagt der Abstand was anderes. 1,2 Sekunden. Momentan hier das engste Duell. Ewald jetzt doch wieder 3 Sekunden von Position 3 weg. Das war dann leider nur eine Momentaufnahme. Könnte man also von ausgehen, dass das den Überrundungen geschuldet war, dass man vielleicht auf dem Berg ein bisschen aufgehalten wurde, da der Abstand mal kleiner wurde. Also haben wir ein Porsche, 2 McLaren auf dem Podium. Denn da waren noch einige Marken. BMW, Audi, Nissan, die 2 Lamborghinis, einen Honda. Also in Top 10 haben wir eine gute Durchmischung. Mal gucken, in welcher Reihenfolge sie ins Ziel gehen werden. Oh, Jäkel mit einer gelben Flagge. Dann gehen wir wieder beim Nissan rein. Na, Geis holt gerade auf Jäkel auf, weil er wahrscheinlich irgendwo kurz abseits war, würde ich mal behaupten. Da gucken wir doch auch mal, wie stellt sich die Situation hier da. Hier haben wir Rudi Geis in Aston und ja, der 18er Porsche ist sein nächstes Ziel. Mal sehen, ob er jetzt hier auf der Geraden vielleicht rankommt. Ah, wird wahrscheinlich noch nicht so ganz reichen, um sich daneben zu setzen. Aber vielleicht geht ja noch was in den letzten 7,5 Minuten. Führendes gerade in der Runde müssten dann noch so, ja, 3 Runden gleich sein. Mit dieser hier 4. Also nicht mehr allzu viel Zeit, um sich hier nochmal zu verbessern. Aber bei den meisten Positionen ist die Sache soweit gegessen. Schön aufgereiht, relativ gleichmäßig. Also wenn da keiner noch irgendwie einen großen Fehler macht, dann... Ja, komm, sag ich's. Der Herr Pötter leider mit einem kleinen Fehler. Hoffentlich kein großer Einschlag. Oh, den Einlenkpunkt ein bisschen verpasst. Und, ey, da ging es nochmal ordentlich rein. Und ja, wie gesagt, wenn es keine Fehler gibt, wird sich nichts tun. Aber durch solche Aktionen kann sich nochmal ein bisschen was verschieben. Jetzt ist auch hier wieder die Frage, kann er zumindest zu Ende fahren? 10, 11 Sekunden hat er Vorsprung. Ob das mal reichen wird? Na, hätte da so 1,5, 2 Sekunden Puffer pro Runde. Wir werden es dann gleich wissen. So, hier ist auch ordentlich Verkehr. Kleefeld am Nissan dran und der Nissan und der Lamborghini werden natürlich jetzt hier ein bisschen aufgehalten. Und hier oben soll man ja nicht überrunden. Das heißt, die beiden werden jetzt hier ganz, ganz dicht zusammenrücken. So, Krassenkönig auf jeden Fall auch wieder unterwegs auf der 26. So, jetzt wird hier anscheinend doch Platz gemacht. Und beide kommen hier ohne Probleme vorbei. Ah, oh, das steht noch. Der steht da. Der Schröter, glaube ich. Eieiei, der hat immer wieder Probleme, der Patrick. Sehen wir leider recht häufig off-track hier auch wieder mit dem Dreher. Aber alles gut gegangen, keiner reingezimmert da. Das ist schon mal das Wichtigste. So, Rudi Geis 1,8 Sekunden. Oh, Pfaffenrot. Scheinbar auch ein kleines Problem gehabt. Da gucken wir jetzt aber nicht nach. Ja, dann gucken wir. Genau, Rudi Geis wollte ich kurz gucken. 1, bisschen was Sekunden zum Porsche vor ihm. So, gucken wir mal ganz nach vorne. Stefan Monz hat hier alles im Griff. 10 Sekunden grob. Der kann hier recht unbehelligt fahren. Oh, jetzt ist Geis natürlich doch direkt dran. Jawohl. Gucken wir mal, ob er sich vielleicht auf der Geraden nach Kurve einschnappen kann. Wichtig hier den Schwung mit rauszunehmen. So,
Servus Racing steht hier auch schön auf dem Heckspoiler drauf. So, jetzt zählt's hier. Aston kommt ganz gut raus. Könnte sogar vielleicht reichen. Mal gucken, im Laufe der Geraden sollte der Aston sich hier ransaugen können. Mal gucken, was macht Jäkel. Geht er hier auf die Rennlinie oder auf die Innenseite? Noch bleibt er sehr, sehr mittig hier. Der Aston probiert es außen, kommt da selber aber aufs Gras. Hoffentlich nicht, dass er jetzt noch selber irgendwo einschlägt. Nein, kann hier außen rum. Der Porsche auf der Innenseite, wollte ich sagen, zieht eher zurück. Hätte jetzt gedacht, dass Rudi Geist vorbeikommt. Aber Angriff hat nicht funktioniert. Also die gleiche Reihenfolge wie vorhin. Oh, da ging... Wer ist das? Wer war denn das jetzt? Ist das Schmielecki auf der 22? Nee. Oder? Doch, müsste er gewesen sein, ne? Der da ordentlich eingehämmert ist nochmal. Eieiei. Oh, da noch ein BMW. Beim Überrunden wahrscheinlich. War natürlich super ärgerlich, so kurz vor Schluss hier nochmal Schaden zu holen. Da lohnt es sich ja fast gar nicht mehr in die Box zu fahren. Und Keb jetzt auch mit einem Kontakt irgendwie angezeigt mit Hofmann vielleicht. Gucken wir mal kurz zurück. Au, eingeplankt, das haben wir gesehen. Und Milecki und Geis jetzt auch noch mit einer Berührung. Oh, da hat es den Honda getroffen. Ich weiß nicht, rechts ist hoffentlich nicht eingeschlagen. Rudi Geis, da gehen wir auch nochmal zurück, wenn wir können, hoffentlich. Replay kann ich leider nicht abbrechen. So, da gehen wir mal 30 Sekunden zurück. Mal hoffen, ob das nochmal reicht. Oh, wurde da hinten noch ordentlich abgeräumt. Eieiei. Das war Schmielecki. Ja, da hat er erstmal ordentlich gesendet hier. In der Bentley-Kurve. Ja, wenn er das einreicht, dann wird es da sicherlich mal eine Strafe für geben. Rudi Geist, denke ich mal, hat ordentlich Heckschaden. Ja, schade, der war gerade noch dabei, hier den Jäkel zu schnappen. Jetzt ist er zwei Positionen nach hinten gefallen. Jetzt hat er noch zwei Runden vor sich. Hofmann, der steht hier. Der Pay, ja, auch noch beschädigt unterwegs. Also auch hier gegen Ende des Rennens noch ordentlich Blechschäden hier. Nicht nur selbstverschuldet, auch der ein oder andere Gegner sorgt nochmal dafür. So, Weggel an Till vorbeigegangen. Wo kommt das denn jetzt her? Hier sehen wir Till. Bisschen weit rausgekommen. Und der Weggel auf der Innenseite im Audi kann sich Position 13 immerhin nochmal schnappen. Oder was heißt immerhin? 7 Positionen hat er insgesamt gewonnen. Dürfte da auch recht zufrieden sein soweit. So, wo ist der Führende? Jetzt geht's in die letzte Runde rein. 1:45 haben wir noch. Und ja, hoffen wir mal, dass hier noch alles gut geht. Da vorne wird sich dann nicht mehr allzu viel tun. Aber wir haben es gesehen. Auch an anderer Stelle haben wir noch sogar Unfälle. So, Till Weggel. Ich denke, Weggel wird da wegfahren. Helder Guerra und Chris Haier sind hier noch relativ dicht zusammen. 1,5 Sekunden. Auch die werden jetzt, ja, gleich in die letzte Runde gehen. 1,5 Runden haben die beiden sozusagen noch vor sich. 19 Grad, doch ein Stückchen kühler geworden. Hier, Boxenstoppfenster schließt auch, aber waren ja alle einmal drin. Teilweise sogar, ja, mehrfach leider. Und Schmielecki, achso, macht hier wahrscheinlich Platz. Da hören wir es auch. Ja, das können wir bis jetzt sagen. Waren mit 33 gestartet, 31 auf dem Server, 29 Autos noch aktiv auf der Strecke. Das ist, denke ich mal, eine ganz gute Quote. Und jetzt sehen wir gerade, wie Guerra in der Chase vorbeigeht an Haya. Ja, damit hat er sich nochmal eine Top-10-Platzierung vielleicht geschnappt. Eine Runde muss er aber auch nochmal überstehen. Für Position ging es nach vorne, für Haya ging es leider 2 nach hinten. Aber wie gesagt, der hat vermutlich Schaden, so wie es aussieht. Wissen wir nicht ganz genau. Hört er mit einer gelben Flagge. Hey, etwas langsam, ja. Da geht auch nicht mehr alles. So, dann gehen wir mal zum ersten, würde ich sagen. Graz geht an Schmielecki vorbei. Ja, der hat ja selber wahrscheinlich auch Frontschaden. Geht auch nicht mehr alles hier mit dem McLaren. Aber wir bleiben mal hier beim Markenkollegen bei Stefan Mons.
der wird sich heute den Sieg holen. Ist von der 1 gestartet, gibt also nochmal 3 Punkte drauf fürs Qualifying. Und schnellste Runde hat er offenbar auch. Also hat sich nochmal insgesamt 4 extra Punkte geholt. Also maximale Ausbeute heute an dem Wochenende sozusagen. Glückwunsch an der Stelle hier. Stefan Monze gewinnt also eine Stunde Bathurst. Und Dennis Precourt, der wird hier als zweites über die Ziellinie gehen. Den Anderson, ja, den konnte er doch gut hinter sich halten hier. Dann waren es doch wieder 7 Sekunden Abstand. Auch hier Glückwunsch an die drei. Die drei, die auch das erste Rennen dominiert haben auf dem Podium. Auch Evertz hier, den haben wir gar nicht viel im Bild gehabt. Der ist auf der 4. Position recht entspannt in Anführungsstrichen gefahren. Jerome Eckert haben wir dann hier. Ja, bei dem war auch nicht super viel los. Zumindest haben wir das nicht gesehen. 22 Sekunden nach vorne, 5 nach hinten. Da waren die auch immer gut beschäftigt hinter ihm. Hat er sicherlich profitieren können. Eine Position hat er sich holen können auf der 5. Dann haben wir dahinter den Nissan. Für den ging es ganz gut nach vorne. Einmal 5 Positionen, jetzt ist es offiziell. Dahinter haben wir Nick Kleefeld auf der 7. Michael Haaf haben wir hier auf Position 8. Jawohl, auch über die Linie. Detlef Geht mit einem Positionsverlust auf der 9. Elderera hat sich eben noch eine Position geschnappt. Damit auch eine Top-10-Platzierung. Von der 15 gestartet. Auf der 10 ins Ziel gekommen, so rum. Denke, er wird recht zufrieden sein. Die 555, HyperX Racing Luxemburg. Einmal links rum, jawohl. Relativ eng gefolgt noch von Chris Hayer. Da ging es leicht zurück. Auf der 11, auf der 12 kommt Samuel Farmer ins Ziel. Gefolgt vom Matthias Weggel. Der hat auch noch eine Kurve vor sich. Für den ging es, wie gesagt, auch 7 Positionen nach vorne. Denke, der wird heute auch noch recht gute Laune haben. Mal gucken, was gleich in der Nachbesprechung vielleicht noch so diskutiert wird. Patrick Till haben wir dann hier im BMW auf der 14. Alex Cruz haben wir heute auch ein paar Mal gesehen in 2 Kämpfen. 3 Positionen ging es hier nach vorne auf der 15. Und bereits im Ziel haben wir den Brian Pötter. Genauso wie den Daniel Pay auf der 17. Pierre Brückner haben wir auf der 18. Da kriegen wir sie noch alle. Remo Kipfer haben wir auf der 19. Position. Chris Häkel auf der 20. Dann Alex Graz, 11 Positionen gewonnen hier. Rudi Geis, wie gesagt, leider mit einer DT auf der 22. Christian Schmielecki haben wir auf der 711, der da leider dem Rudi Geis reingefahren ist, glaube ich, kann man so sagen. Bisschen verschätzt vielleicht. Peter Buchholz haben wir auf der 24. Andreas Höfer dahinter im BMW. Auch hier ordentlich Schaden zu sehen. War Carsten König, der, so glaube ich, einmal vom Server runter ist. Oder ich habe ihn überlesen. Auf der 26. Jürgen Hofmann haben wir auf der 27. Position. Patrick Schröter heute immer mal wieder mit Problemen. 5-mal war der in der Box heute. Da hat es leider nur für die 28 gereicht. Der Pfaffenroth auch schon in der Box auf der 29. Noch auf dem Server Alexander Langhorst. Hat aber nach 4 Runden oder 3 Runden abgestellt. Steffen Rosse, der ist gar nicht erst gestartet. Stand die ganze Zeit in der Box. Wird als 31. geführt. 2 Autos haben es leider, ja, nicht oder sind nicht auf dem Server geblieben. Ja, damit haben wir sie alle durch. Und ich schaue einfach mal, wohin wir raiden könnten. Da gehen wir mal hin. Gehen wir mal zum Sascha rüber. Ich hoffe, der fährt jetzt noch. Ja, müsste hinhauen. So, zack, zack, zack. So, start schon mal ein Raid. Also, hier sehen wir, nee, Wertung wollte ich nicht, Kalender wollte ich. Wie gesagt, in 2 Wochen, 15.09. geht's nach Silverstone. Hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ja, war ein schönes Rennen. Ordentlich Blechschäden, wie zu erwarten, aber doch sehr viele ins Ziel gekommen. Ich hoffe, euch hat's soweit gefallen. Wir gehen jetzt zum Sascha Wasner rüber, der, ja, gerade Silverstone fährt. Oh ne, der hostet gerade ein. Das bringt ja gar nichts. Egal, jetzt habe ich schon gestartet. Den Eraser hostet er, aber der fährt auch Silverstone, wie gesagt. Danke für die Follows, danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, in 2 Wochen geht's bei Hove weiter. Hier auf dem Kanal spätestens Samstag. LFM, Multiclass. Vielleicht mache ich morgen Abend noch mal schauen. Aber würde mich freuen, wenn ihr dann Samstag einschaltet. Multiclass auf Spa. Wünsche euch einen schönen Abend und bis dann. Ciao, ciao.